So, jetzt geht's los. Ein neues Interview. Ich freue mich riesig. Ich habe hier nämlich die Silvia Berft. Ja, und wir haben schon mal zusammen miteinander ein Interview gemacht. Und sie hat mir was ganz Spannendes nochmal erzählt. Und da habe ich gesagt, komm, wir machen noch eins. Genau. Silvia Berft hat zusammen mit 14 Kolleginnen ein Buch geschrieben. Da geht es ums Immunsystem. Und als wir so im Vorfeld gesprochen haben, darüber, was wollen wir denn reden, dann hat sie gesagt, ach, du hast da gerade gepostet über das Immunsystem. Sage ich, ja, super, genau, dann machen wir das. Liebe Silvia, vielleicht stellst du dich für diejenigen, die gerade neu zugeschaltet haben, einfach mal ganz kurz vor und erzählst uns was von deinem Buchprojekt. Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Sophia Berft und ich helfe Frauen dabei, schlanker, fitter, gesünder und glücklicher zu werden. Das heißt, man kann es schon fast erraten. Ich bin also Ernährungsberaterin und auch Heilpraktikerin. Und ja, dieses Buch war jetzt lange am Werden, weil du hast es schon gesagt, wir sind zusammen 14 Autorinnen, die daran geschrieben haben. Und dementsprechend ist das Buch auch sehr, sehr vielseitig, ganz viele Ideen, wie man seine Abwehrkräfte auch im Vorfeld schon mobilisieren Ja, kann, aber super. auch ein bisschen was darüber, was man im Akutfall machen kann. Ich höre ganz gespannt zu. Also, da gibt es doch bestimmt ein paar Details, die ich dir entlocken kann, oder? Ja, ich denke doch schon. Also vielleicht erst mal kurz, wie das Buch überhaupt entstanden ist. Also ich habe ja auch eine Naturheilpraxis und ich weiß, im Herbst, Winter ist die Bude immer voll, weil ganz viele Leute erkältet sind. Und ich merke es auch in meinen Entspannungskursen momentan schon wieder, dass die Leute aufgrund von Corona absagen müssen, weil wenn Husten, Schnupfen ist, müssen sie ja zu Hause bleiben. Und dann dachte ich mir, okay, der Herbst steht wieder vor der Tür. Es wird wieder eine Erkältungswelle geben, wie jedes Jahr. Und dann habe ich mir überlegt, wir könnten ja mal ein Buch darüber schreiben, was man denn selbst machen kann. Es gibt Momente, sage ich mal, da ist einfach der Arzt vonnöten. Aber es gibt wirklich viele Sachen, wo wir selbst schon machen können. Und dann habe ich mir überlegt, was würde mich denn so interessieren, was ich machen kann. Und ich habe ja auch, wie gesagt, viele Sachen in meiner Praxis, aber ich habe mich ja auch fokussiert auf die Ernährungsberatung, auf den Darm. Und na, habe ich gesagt, wer könnte denn da noch was schreiben? Und dann habe ich eine riesen Liste aufgemacht und habe dann die Leute einfach angeschrieben und habe gesagt, wie sieht's aus? Hast du keine Lust, hier bei diesem Buch mitzuschreiben? Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Resonanz war überwältigend. So viele Kapitel wollte ich eigentlich gar nicht machen, aber da das so spannende Themen waren, habe ich einfach gesagt, okay, machen wir. Sehr klasse. Und ich werde vielleicht gerade mal ein bisschen was über die einzelnen Kapitel sagen. Wäre das okay für dich, Heike? Natürlich, auf jeden Fall. Okay, also der Beginn macht die Andrea mit dem Schlafen, weil Wie jeder. schön. Oh. Ja, jeder weiß ja, gesunder Schlaf ist sehr wichtig, aber dass es auch sehr wichtig für das Immunsystem ist, das ist vielen gar nicht bekannt. Und die Andrea hat da ganz viele Tipps drüber gegeben, wie man zu einem gesunden Schlaf kommen kann. Das nächste ist die Anke, die hat über Lauftherapie gesprochen bzw. geschrieben. Das war mir auch besonders wichtig, weil ich selbst bei ihr auch Lauftherapie vor Jahren gemacht habe und ich, die völlig unsportliche, habe tatsächlich mit ihr laufen gelernt und gemerkt, wie gut das auch dem Immunsystem tut. Ach, schön. Und das nächste ist die Ann-Kathrin. Die Ann-Kathrin ist Apothekerin und ist auf Reizdarm spezialisiert. Und wie vielen bekannt ist, ist ja der Darm, der Sitz von dem Immunsystem, und da hat sie auch noch ganz tolle Sachen drüber geschrieben. Die nächste ist die Karina mit Qigong, auch ein Entspannungsverfahren, weil wenn du unter Stress, unter Druck stehst, dann Ja. schwächt es natürlich auch dein Immunsystem. Glaube ich, brauche ich dir nichts zu Nee. sagen. Ne? Okay, das nächste ist die Eva, da ging es um das Thema Angst. Die Oh ja. arbeitet quasi mit dem System der Byron Katie.
daran? Oh, super. Und Also gerade Ängste, dass die im Darm sitzen, also da oder überhaupt im Bauch, ne? Also das ist von den Sprüchen her so, oder was in dir für eine Lausche über die Leber gelaufen, bis hin zu, ne? Ich habe irgendwie es übel, weil irgendwie mir es ist ist mir ne, auf den Magen schlecht vor Angst. geschlagen. Genau, ja. Ja, Naja. definitiv. Man sagt ja auch, der Darm ist das zweite Gehirn, weil da ja Hm. ganz viele Nervenzellen sind. Und Hm. ich glaube, jeder kennt es von der Prüfung, zum Beispiel, was weiß Oh ich, ja. Da ist ein vorher Führerscheinprüfung ja auch mit der haben. Prüfungsangst dann noch Ja. ordentlich. Ui, ja. Dann musst du ständig nochmal rennen, ne? Und hast vielleicht Durchfall, Genau. Bauchkrämpfe. Ich glaube, kennen wir alle. Ja, ich bin sogar mittlerweile so weit, dass ich das sage, dass wir drei Gehirne haben. Eins im Herzen, eins im Kopf und eins im Bauch. Ja. So, das nächste war dann die Heike, die hat über ätherische Öle geschrieben. Das fand ich auch sehr spannend, weil mir ehrlich gesagt gar nicht so bewusst war, welche qualitativen Unterschiede das es da gibt. Oh Also ja. das ist schon genial. Und sie hat auch viele Tipps gegeben, wie man die einsetzen kann. Sehr schön. Und dann hat die Ines über Waldbaden geschrieben. Ah, das ist Und toll. Das habe ich letzte Woche kennenlernen ja, ich habe den dürfen. Post von dir gesehen. Ja, also Waldbaden ist wirklich ganz was Tolles, ja. Ja, das dachte ich mir auch. Ich sage mal, für mich ist der Wald Normalität, weil ich dort jeden Morgen hingehe. Aber es gibt ganz viele Menschen, Ja. die bekommen ja kaum einen Wald zu Gesicht, weil einfach kein Wald in der Nähe ist. Und dann ist so ein Waldbaden ein richtiges Event und ein ganz tolles Erlebnis. Und ich finde auch so spannend, dass man kann im Wald sein und man kann im Wald sein. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, ne? Und diese bewusste, also man belächelt ja Waldbaden oder zumindest am Anfang, wenn man es nicht kennt, so ein Ja. bisschen, ne? Und fragt dann, muss ich einen Badeanzug mitnehmen? Und wenn du dann bist und du stellst dir so vor, du machst so ein Rückwärtsschwimmen im Blätterbad, ne? Aber wenn du dann da drin bist und dann diese Blätter anfasst und dann riechst und dann vielleicht auch siehst, wie die Sonne so durchscheint oder wenn der Regen kommt oder wie die Regentropfen da drauf abprallen, das sind schon Dinge, die sehr ursprünglich sind und die, glaube ich, sehr tief gehen und die mit uns auch was machen. Also da kann man sich wirklich wieder anschließen an die Natur. Und ich glaube, dass das tatsächlich wirklich fürs Immunsystem ganz großartige Dinge sind. Weil mit der Waldbademeisterin, mit der ich im Wald bin oder war, mit der habe ich auch zusammen in Zukunft einen Kurs. Da gibt es auch Waldbaden kombiniert mit Neurografik. Das ist Ach, spannend. schön, das ist ja auch genial. Ja. So, wen habe ich denn noch? Die Jutta habe ich noch dabei und die Jutta hat über Bachblüten geschrieben. Also ich habe auch in meiner Praxis eine Bachblütenexpertin dabei und deshalb war mir das Thema auch so wichtig und die Jutta kenne ich auch schon sehr lange und die hat es auch ganz toll beschrieben. Und das nächste ist die Petra. Die Petra hat über TCM geschrieben, also die traditionelle chinesische Medizin. Und das ist ja auch ganz super tolle Sachen, was man machen kann, um das Immunsystem zu stärken. Was Und es ich ist auch darf, gar nicht kompliziert, ne? Ja. nein, also was ich wirklich, wirklich liebe, ist Schröpfen. Also das ist etwas, ich hatte mir vor Jahren, vielen Jahren, für die Praxis extra ein Schröpfgerät gekauft, weil das für den Anwender, also für mich, etwas einfacher ist, weil früher hatte ich mit Feuer gearbeitet und auch gerade, naja gut, mit Feuer habe ich es nicht so unbedingt. Da war so ein Schröpfgerät schon einfacher. Dann habe ich noch eine Petra, eine zweite Petra, die hat über Zitronenwasser und Selbstliebe geschrieben. Auch beides ganz große Themen. Oh Also ja. Zitronenwasser trinke ich auch sehr gerne. Und Selbstliebe habe ich ja früher auch Workshops drüber gegeben. Liebe dich selbst. Also das Thema fand ich auch total genial. Und dann habe ich als Yoga-Expertin die Rani dabei, die auch wirklich ganz viel Input und Tipps und Tricks dazu gegeben hat. Und ich bin ja selbst auch Yoga-Lehrerin. Und finde das total wundervoll, was sie da so alles geschrieben hat und auch ermuntert, ermutigt, dass man auch, sage ich mal, vielleicht, wenn man ein bisschen sich ungelenkig fühlt, dass man auch Ja, Yoga machen kann. super.
Weil ich bin ja auch diejenige, das sage ich immer ganz freiwillig, ich bin nicht nur unsportlich, ich bin auch völlig ungelenkig. Und ich mache inzwischen schon seit, ich weiß gar nicht, 20 Jahren Yoga. Also es geht alles, wenn man möchte. Man muss ja keine Verrenkungen machen. Also das braucht man ja nicht. Das ist ja nicht genau. Der Grundbaustein von Yoga. Und jetzt nehmen Sie das linke Knie hinter das rechte Ohr und morgen verraten wir Ihnen die Auflösung des Knotens. Ja, danke. Wie war das, wenn man zu Hause übt, am besten das Telefon griffbereit haben, falls man aus der Übung nicht mehr rauskommt? Genau, wie löse ich das gleich nochmal auf? Der Notdienst hat leider Verspätung. Ja, also sind wirklich nette Vorstellungen, aber ich glaube tatsächlich, dass es bei der Bewegung, und da ist es fast schon egal, ob es jetzt Qigong, Tai Chi, Yoga oder andere Dinge sind, ich glaube auch, dass die Bewegung da zum Beispiel in der Natur auch super ist. Einfach, also ich bin mir ziemlich sicher, dass man Yoga im Sommer auch gut draußen machen kann. Wunderbar. Ebenso wie, also ich kenne noch das vom Tai Chi. Das ist einfach auch wirklich sehr angenehm, wenn man so diese, man kommt wieder in Kontakt mit sich selbst, man kommt in Kontakt mit der Natur und man kommt ja auf eine Ebene oder auf eine Schwingungsebene auch, wo man sagt, okay, da ist Wohlfühlen dran und wo Wohlfühlen drin ist, da kommt kein Bakterium rein. Ja, das ist so. Ja. Es ist tatsächlich so. Ich sag mal, wir können uns nicht gegen alle Viren, Bakterien und Ähnlichem schützen, aber wir können zumindest mal eine Schutzbarriere aufbauen, wo die nicht so leicht darüber kommen. Also ich habe irgendjemand gelesen die letzte Zeit, leider weiß ich jetzt den Autor nicht mehr, der hat eine vage Vermutung in den Raum gestellt, der sagt, also bis zu mindestens 75% der Krankheiten können wir durch Wohlfühlen und durch Selbstliebe und durch den ganzen, also durch diesen ganzen Komplex von wir passen auf uns selber auf, abwehren. Das heißt, er sagt höchstens, ich meine, es wäre sogar Dahlke gewesen, aber ne, er sagte höchstens 15-25% sind Krankheiten, die wir tatsächlich nicht abwehren können oder die wir nicht irgendwie positiv beeinflussen können. Ja, wo ich mir dann sage, das ist aber eine Menge. Ne? Ja, doch, es ist. Von daher lohnt sich das tatsächlich, sich aufzumachen. Ja. So, wen habe ich denn noch? Ich habe noch die Ruby. Und die Ruby hat über Naturheilkräuter geschrieben. Mhm. Auch ein sehr wichtiges Thema, was, sage ich mal, doch oft ein bisschen verloren geht, weil die Leute gar nicht mehr wissen, was es denn alles für Hausmittelchen gibt. Ja. Deshalb finde ich das Kapitel auch wirklich sehr wertvoll und sehr hilfreich. Und die vorletzte Autorin ist die Sandra. Die Sandra hat über Stressbewältigung geschrieben. Ich bin ja auch Stressreduktionscoach, deshalb war dieses Thema für mich auch ganz wichtig. Und auch hier hat die Sandra ganz viele Tipps dazu gegeben, wie man auch mal in sich reinspüren kann und mal auf sich achten soll. Was passiert denn überhaupt mit mir? Was kann ich denn dagegen unternehmen? Das habe ich auch in meinem Programm drin und bei mir geht es auch viel darum, dass man einfach mal wieder zu sich kommt, ja? Dass man aus diesem, also wie kann man quasi die Bremse anziehen bei diesem Hamsterrad, aussteigen und dann mal zumindest eine Zeit lang draußen rumlaufen, selbst wenn man nachher wieder einsteigen muss und wieder weitermacht, ja? Und dieses ab und zu mal anhalten alleine schon ist, glaube ich, ganz grandios. Sehr schön. Da hat er wirklich ein ganz schönes Potpourri. Haben wir noch jemand? Ja, mich. Ah, super. Ich bin die Letzte im Bunde. Das hat auch jetzt wirklich super gut gepasst, denn ich habe gewartet, bis ich alle Artikel hatte und habe dann auch immer wieder entsprechend auf die verwiesen, weil es geht ja auch im Prinzip immer um die drei Säulen Ernährung, Entspannung und Bewegung. Genau. Und ich bin dann mehr ein bisschen wieder sachlich geworden. Ich bin ja so die Frau, wie sagt meine Bekannte immer, ZDF, Zahlen, Daten, Fakten. Und einfach mal ein bisschen aufgeschlüsselt, was gehört denn überhaupt zu deinem System, zu deinem Immunsystem dazu? Welche Organe? Mhm. Und was leisten die denn? Ja. Und welche typischen Erkältungsarten gibt es denn überhaupt? Von Beginn von Schnupfen bis zur Lungenentzündung. Ja. Aber auch Blasenentzündung ist im Herbst, Winter immer ganz gängig. Okay. Und natürlich überall dann nochmal kleine Tipps dazu, was man dagegen machen kann. Und super. Dann bin ich nochmal auf den Darm eingegangen und die Ernährung. Hm. Und als letzten Punkt, weil mir das ja immer ganz besonders am Herzen liegt, was denn auch Übergewicht und Adipositas mit dem Immunsystem zu tun hat. Ja, spannend. Sehr spannend.
Also den Post, den du von mir gesehen hast mit dem Immunsystem, da geht es um ein Webinar, das tatsächlich dafür sorgen soll, dass das Immunsystem nicht immer nur angeschraubt, also immer nur hoch, hoch, hoch geschraubt wird. Das war mir nämlich mal ein Anliegen, dass ich höre fast überall, ja, das Immunsystem muss gestärkt und aktiviert werden und du kriegst überall Tropfen, um dein Immunsystem zu aktivieren. Und manche von den Immunsystemen sind so dermaßen überaktiv, dass sie schon Dinge angreifen, die eigentlich gar nicht anzugreifen sind. Ja, und es war mir ein Anliegen, mal was zu machen, was ein ausgeglichenes Immunsystem hervorruft. Oder zumindest, dass die Dinge, die man tut, also man tut ja auch mit dem Essen was fürs Immunsystem. Ja. Ne? Selbst wenn du also vernünftig isst, hast du schon genug, dass dein Körper ein relativ gutes Immunsystem oder eine gute Abwehr aufbauen kann und dann eben auch zu sehen, okay, wo kann ich das denn ausnivellieren? Und dann sind wir wieder bei diesem Wohlfühlen. Ne? Wo fängt es denn an mit Kämpfen? Und dann fängt man an zu bekämpfen und dann bekämpft man plötzlich irgendwie Hausstaub, was ja Schwachsinn ist. Das musst du dem Immunsystem aber erstmal wieder klar machen. Ja. So nach dem Motto, hallo, ist nur Staub, mach mal langsam. Ne? Ja. Dafür habe ich diese Aufzeichnung gemacht, also dieses Webinar, damit man sich da vielleicht auch ein bisschen freizeichnen kann von so manchem Überangebot, das man da erlebt. Und da finde ich das, also ich finde das total toll. Wir werden auf jeden Fall unten drunter den Link posten, damit ihr euch dieses Buch mal anschauen könnt. Und ich werde euch auch mal von meinem, da zumindest die Beschreibung auch mit runterpacken und den Link, damit ihr mal schauen könnt nach dieser Aufzeichnung. Also wirklich eine ganz tolle Idee mit dem Immunsystem. Wirklich. Also da würde ich auch gerne noch was zu diesem zu viel sagen. Da bin ich nämlich ganz bei dir. Ja. Ich erlebe es nämlich auch ganz oft, wenn Leute zu mir in die Praxis kommen und haben eine dicke Erkältung, wo ich dann sage, was hast du denn schon unternommen? Und dann geht's los. Das. Und ich sage, stopp. Du überforderst deinen Körper komplett damit. Genau. Ich sag immer, stell es dir vor wie eine Info. Na, also stell dir vor, du stehst in der Mitte und ganz viele Leute stehen im Kreis um dich herum. Und dann rufen dir alle Leute zu, was du machen sollst. Und dann stehst du da und denkst, Was? Wenn du aber nur drei Leute da stehen hast, die dir sagen, mach das, das und das, das kannst du dir merken, das kannst du auch umsetzen. Mhm. Und ich sage, genau so geht es auch deinem Immunsystem. Wenn du alles ausprobierst, ist es einfach zu viel. Mhm. Sondern konzentriere auf das, was dir auch wirklich hilft. Ja. Ja, und das ist zum Beispiel auch wieder so eine Sache. Du hast ja ein Potpourri an Angeboten in deinem Buch. Das finde ich total cool. Das geht nämlich so ähnlich wie bei mir in den Kommunikationskursen. Da sage ich am Anfang immer, machen Sie es wie im Supermarkt. Ja? Sie nehmen ja auch nicht jeden Käse mit, sondern den, der schmeckt. Und das heißt, wenn Sie sagen, naja, also Qigong, naja, also dieser spirituelle Durchzug brauche ich nicht, dann kann ich hingehen und sagen, okay, dann mache ich Phytotherapie, lass mir einen Tee zusammenstellen nach meinen Bedürfnissen. Und ich bin zum Beispiel jemand, ich mag Verbene nicht aus irgendeinem Grund, keine Ahnung. Ja. Aber Pfefferminz, also du kannst mir einen Pfefferminztee hinstellen, aber wehe, da ist Verbene drin, dann mache ich einfach und dann trinke ich den nicht. Ja? Mag ich kein Lavendel. Genau, das ist ja genau das Schöne, dass man eben für sich selber so ein bisschen gucken kann, okay, was mag ich und was tut mir gut. Ich hatte irgendwie eine Salbei-Bonbon-Phase, momentan kann ich die auf, also die können gerne da liegen bleiben, wo sie sind, aber im Moment haben hier Salbei-Bonbons keinen Zutritt. Also das heißt, es kommt einfach wirklich darauf an, dass du gut auf dich selber achtest. Und das finde ich einfach so die Kernbotschaft beim Immunsystem. Genau. Und dann eben auch so ein bisschen auf dieses Ausgeglichene guckst und nicht irgendwie den Körper, wie du sagst, überfrachtest mit einer langen Liste, der im Ernstfall vielleicht sogar zu einer Übersäuerung führen kann, was dann wieder irgendwie nach hinten losgeht. Ja, bin ich ganz bei dir. Ja. Super, ganz toll. Hast du denn jetzt noch für uns mal so einen Tipp, den wir irgendwie noch so machen können, damit es uns jetzt quasi sofort gut geht? Also ich würde jetzt quasi eine Zitrone mal irgendwie mir in ein Wasserglas tun. Allerdings in ein kaltes. Ich habe gelernt, heiße Zitrone macht eigentlich gar keinen Sinn. Ja, also man muss sagen, das mit der Zitrone ist eh so eine Sache. Weil Zitrone kommt ja aus dem Südlichen, das heißt, dort ist es warm und die Zitrone kühlt ja normalerweise eher.
Das heißt zum Beispiel, ich so als verfrorenes Hingel, sage ich mal, würde jetzt eine Zitrone im Winter auch nicht so viel Sinn machen. Ich trinke dann die Zitrone lieber im Sommer. Ah, okay. Energetisch kühlend wirkt. Das ist eine super Info. Dann habe ich jetzt einen Vorschlag, und zwar Orange mit Zimt. Das macht warm. Also es ist definitiv der Zimt. Genau. Weil Zimt ist tatsächlich, also im Winter mag ich auch Gewürze sehr gerne. Also auch gerade wie Kurkuma, Ingwer, Chili und Curry vor allen Dingen. Also das mache ich bei mir sehr viel dran, weil das auch das Immunsystem ein bisschen anregt und halt auch in der kalten Jahreszeit auch warm den Körper macht. Erwärmt. Genau. Super. Das nehmen wir mal mit. Und jetzt habe ich Hunger. Jetzt glaube ich, muss ich anfangen mit Kochen. Ich bekomme heute gekocht. Vielen Dank, liebe Silvia. Das war wieder, also das war echt schön. Einfach mal so zu sehen, wie viele Möglichkeiten es eigentlich gibt. Also in meinem Kopf ging es schon los, weil ich zeichne ja auch ab und zu mal so kleine Infobilder. Und da ging es schon los. Der eine hat irgendwie das in der Hand, der andere hat das in der Hand. Und so, wo du dann zum Schluss dieses Bild noch gezeigt hast, so einer steht in der Mitte und alle erzählen ihm was, dann habe ich den in der Mitte schon, oh Gott, oh Gott, oh Gott, machen sehen. Genau so. Ich bin schon gespannt, was mein Kopf da noch ausbrütet. Da bin ich auch gespannt. Mal sehen. Ja, okay. Also, vielen Dank, dass du da warst. Dass wir über dieses Thema nochmal sprechen konnten. Das war echt schön. Und vielleicht fällt uns ja nochmal irgendwas ein. Mal sehen. Genau. Ja, an dieser Stelle nochmal ganz liebe Grüße an die Zuschauer. Herzlichen Dank, dass ihr bis hierhin zugeguckt habt. Mein Name ist Heike Eva Maria Jenicke. Ich mache jetzt schon eine ganze Weile diese Videos, weil ich habe einfach mal gefragt, ob irgendjemand Lust hätte mit mir ein Thema. Letztes Jahr, als ich gefragt habe, waren das nur 10. Dieses Jahr, naja, sind es ein paar mehr. Ihr merkt das ja schon. Und es werden auch immer wieder mehr, weil man immer wieder ins Gespräch kommt. Von daher, wenn du jetzt Lust hast und gesagt hast, oh, das kriege ich auch hin, dann melde dich gern bei mir und wir können mal schauen, was wir da machen können. So, vielen Dank und auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Tschüss. Ciao.